30 Tage ab September. Dann gehen wir mal hinten raus oder gehen wir vorne raus? Na, ich glaube, wir gehen vorne raus. Dafür töten wir dich. Ja, macht doch, was ihr wollt, ey. Ich glaube, das könnte mir jetzt nicht sonderlich egaler sein. Fall da runter. Danke, sehr freundlich. Nein, nicht da. Spring doch halt. So, danke. Wo war denn jetzt überhaupt dieser Weg raus? Ach so, da. Steht ja Exit. Exit, Exit, Exit. Gucken wir mal, dass wir jetzt zu diesem Gebäude kommen. Lass ihn bloß nicht da raus, okay? Erstmal mischen wir aber da unten die Freunde auf. Hallo. Na, wie geht's uns? Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole. Haben Sichtkontakt zu Batman. Toll. Die Fledermaus tritt die Jungs zu Brei. Töte ja. Ihn. Wow, netter Versuch. Zack, zack, zack. Eieiei, eieiei. Schöne Kombos. Das hättest du besser nicht getan, Freundchen. Ei, der hat gesessen. Zack, zack, boom. Boom, boom. Level noch. Komm her. Ui, Hallöchen. Hallöchen. Und der kriegt einen mit. Und der kriegt auch wieder einen mit. Dann, bam. Kontern wir ihn aus. Und ihn kontern wir jetzt auch geschickt aus. Ihn schnappen wir. Wow. Au. Ja, die Moves sind immer noch nett. Wir haben wieder EP. Nein, ernsthaft. Wow, wir kommen jetzt echt auf die höchsten Gebäude. Das finde ich richtig geil. So, dann würde ich gerne Assassin's Creed Style hier rumlaufen. Ah, da ist wieder so ein Teil. Da müssen wir bestimmt irgendwo wieder draufstellen. Gibt es denn hier irgendwo was, wo wir uns draufstellen können? Das war doch beim letzten Mal, dass man sich da draufstellt auf was? Ah, da oben sieht es so aus, als ob ich mich da draufstellen könnte. Aber da ist jetzt F. So. Ernsthaft, was ist denn jetzt los? Ich dachte, ich krieg das Ding offen. Dann. Boom. Okay. Und jetzt? Ah. Dann. Sprühen wir mal da schön. Das doch. Kann ich nicht irgendwie. Ach, da ist er, die. Und jetzt? Ja, ja, ich renn gleich holen zu meiner Mami. Blinde Justiz, ja. Okay. Ach, ist jetzt wieder oben offen. Ah, jetzt können wir wieder raus. Cool. Dann verziehen wir uns mal wieder. Ich hatte aber eigentlich vor, was anderes zu öffnen. Hoch, wo hab ich mir jetzt angehangen? Und lauf da hoch. So, wir müssen immer noch nach da drüben. Wo ist denn da auf der Eingang? Ach, da unten. Die freuen sich doch bestimmt, wenn wir da jetzt ankommen. Da trete ich dem einfach ins Gesicht. Das ist nicht vorbei. Oh nein. Sturzflug. Roms. So, Maus bewegen. Boom, ins Gesicht. So, und jetzt kriegst du schön ein. So. Du wirst gekontert. Du gekontert. Boom. Zack, zack. Mit schönen Moves machen wir das hier so. Und jetzt gibt's... Oh. Baseballschläger? Versuchst du das wirklich? Hätte ich nicht getan. Und jetzt der, der und er. Das hat wehgetan. Ich finde auch die Modelle, also die Charaktermodelle sehen schöner aus als aus dem letzten Diese furchtbare Frau hat gewiss eine Falle für sie vorbereitet. Oh, Harley Quinn.
Oh, oh, wir haben einen Stufenaufstieg. Wir drücken mal eben Tab. Da ist sie. Holly! Oh, die sieht ja noch besser aus als im letzten Teil. Dr. Harleen F. Quinzel. Na, ja, wieder eine Verbrecherin aus Gotham. Blau-blond, 1,70, 63. Ja, das kennen wir ja alles schon. Ich meine, das sind alles Charaktere, die wir schon mal hatten im ersten Teil. Ja, hier ist auch wieder so ein Gedöns. Ja, nee, das wollte ich aber eigentlich gar nicht. Oh, wir haben ganz viele. Wir haben Batman, wir haben Bruce Wayne, Alfred, oh, Pinguin und Hugo Strange. Ja, das war die Harley. Das ist Joker. Ach so, ja, hö. Da haben wir Vicky Vale, Two-Face, also Harvey Dent, Catwoman, Black Mask, Jack Ryder. Wie hieß denn die jetzt nochmal? Ach, Selina Kyle, genau. Ich kam nicht auf den Nachnamen. Selina hatte ich mir jetzt gemerkt, aber Kyle, wir machen mal eben kurz alles einmal, dass das Neublinken aufhört. Weil mir das jetzt schon auf den Keks geht. So, wir haben es gleich. Zack, dann haben wir da den Joker. Was vom Joker stand wieder, Name unbekannt, oder? Ja, natürlich. Batman. Richtiger Name Bruce Wayne. Bruce Wayne. Richtiger Name Bruce Wayne. Wer hätte das gedacht? Alfred Pennyworth. Unser Butler. Was ist das denn hier? Arkham City Geschichten. Haben wir nicht. Nein. Charakter. Ich wollte doch verdammt. Nein, die will ich doch gar nicht. Wo ist denn hier Upgrade? Karte. WayneTech. Ah, willkommen bei WayneTech. Wähle deine Verbesserung auf dem WayneTech Auswahlbildschirm. Ja. Mache ich doch alles. Wir können Batsuit. Nein. Wir können mit dem Batsuit. Wir können rutschen. Warum kann ich denn rutschen? Wir können kugelsichere Panzerung, Kampfpanzer, Schockwellenangriff oder Catwoman. Was? Hm? Ich verstehe nicht. Wir können Spezialkombo, Batschwarm, kritische Treffer. Können wir das auch. Ah, ich kann mir das ansehen. Erfolgreiche kritische Komboschläge belohnen perfektes Timing mit vernichtender Trefferwirkung. Ziel ist es, sofort einen Schlag nachzusetzen, wenn die vorherige Bewegung abgeschlossen ist. Aber Vorsicht, wenn du zu früh dazu oft auf die Taste drückst, kommt es nicht zu einem kritischen Schlag. Erhöht die Kombinationspunktzahl bei jedem Treffer um 2 und ermöglicht es so die Spezialkombo-Bewegung. Nein, geh doch mal weg. Was ist der? Ich check das gerade nicht. Wir haben eine Verbesserung und können hier... Wir haben Schlagkonter ausweichen. Dann müsste ich mir doch auch hier dieses Rutschen... Wie geht denn Rutschen zum Beispiel? Ah, laufen und dann... Okay, cool. Wir können rutschen, hätte das gedacht. Herabstürzen, gleiten, Greifhaken, Sprungangriff... Was soll man das mit Catwoman bringen? Ich bin doch nicht Catwoman, ich bin doch der Batman. Wir nehmen, was ist denn der Batschwarm? Dieser speziell im Kampf einsetzbare Bewegung ruft einen Schwarm von Fledermäusen herbei, die alle Feinde in einer Nähe angreifen und orientierungslos machen. Um eine größtmögliche Schadenswirkung zu erzielen, sollte man sich vor dem Angriff inmitten einer Gruppe von Gegnern, von Angreifern positionieren. Diese Spezialkombo-Bewegung kann nur dann eingesetzt werden, wenn die Kombinationspunktzahl bei 8 oder drüber liegt. Ja, nee, wie dem kritische Treffer kommen. Vielleicht kriege ich es ja mal irgendwo noch eine Kette. Verbessern. Verbessert! Woo! Party! Rechte Steuerung Einführung aktivieren. Dadurch werden, sobald Batman sich in der richtigen Position dafür befindet, auf dem Bildschirm die Tasten angezeigt, die gedrückt werden müssen, um diese Aktion durchzuführen. Okay. Habe ich die Einführung aktiviert. Achso, wir können sie auch wieder Spezialkombo dann beim nächsten Mal. Wir müssen erst 2000, ist egal. Was? Feige wer? So, dann gehen wir mal Harley besuchen. Frau Dr. von und zu Quinzel. Falls sie denn Sprechstunde hat. Sanitätsbereich. Hallo. Hi! Na, Herzchen? Bam. Die Dame ist ja los, Batman. Episch. Sonst kriegen die hier alle eine Kugel ab. Ich glaube, du solltest lieber tun, was er sagt.
Wäre ein Jammer, wenn Blut auf meine neuen Klamotten spritzen würde. Ja, das stimmt. Du Fledermaushirn, ist das okay? Was will ich da? Natürlich! Natürlich ist es das! Egal, die Sache ist die. Mr. J ist nicht in der Lage, Besuch zu empfangen. Hallo? Er fühlt sich nicht so. Auch wenn er recht viel an sich rumfühlt. Was? Meinte ich nicht. Es geht ihm nicht gut und die bescheuerte Ärztin von hier konnte ihm auch nicht helfen. Hallo? Ich glaube selbst dieser Penner. Hör doch auf, stehen zu bleiben. Ich muss los, Jungs. Wenn er irgendwelche Spielchen versucht, tötet ihn! Hübsch. Ja, würde ich so mit nach Hause nehmen, denke ich. Wiedersehen. Es wäre Selbstmord, bewaffnete Schurken frontal anzugreifen. Ich muss verschwinden und sie leise nacheinander ausschalten. Keine Bewegung, Batman. Bleib schön da. Ich kann Rauchbomben werfen. Okay. Setze, wenn du bewaffnete Gegner entdeckt, wurde es eine Rauchbombe heim. Hat uns allein... Geil. Ist weg. Verschwunden. Ha. Sie wissen nicht, wo ich bin. Gut, dabei soll es auch bleiben. Ja. Zeit, den Raum zu untersuchen und meine Taktik zu wählen. Okay, krieg ich hin. 4 Schurken, alle bewaffnet, 2 Geiseln. Das wird ein Kinderspiel. Ernsthaft? In welchem Universum wird das ein Kinderspiel? Der wird uns schnappen. Da will ich hin. Batman, kannst du mich hören? Er hat eine Geisel. Ich könnte ungesehen auf das Gerüst über ihn gleiten und ihn von dort aus ausschalten. Oh Mann, ich werd hier krepieren. Gerüst? Okay, dann gleiten wir da mal drauf. Geräuschloses Ausschalten, wenn direkt über dem Ziel. Kannst du ihn sehen? Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich sehe ihn nicht. Er kann von überall kommen. Ruhig bleiben. Aha, so läuft das also. Verschwinde von hier. Hau ab, sonst baller ich der Alte. Alles wird gut. Warten Sie hier und seien Sie still. Naja. So, dann müsste ich jetzt eigentlich... Wenn ich hinter die beiden komme, ohne dass sie mich sehen, kann ich beide mit einer Bewegung ausschalten. Das kann ich. Das ist ja geil, was ich alles kann. Ich bin begeistert. Fallen lassen. Batman ist hier. Ihr solltet jetzt aufgeben. Schnauze! Doppel ausschalten. Okay. Dumm. Das ist doch echt so ein Bud Spencer-Move gewesen, oder? Ruhig bleiben. So, die zwei Köpfe aneinander, das ist definitiv ein Batman-Move, ein Bud Spencer-Move. Wo ist er denn? Bleib weg, Batman! Bleib weg! Ach, da unten. Dann würde ich sagen, gleite ich da drauf. Und... Wo ist er denn, hallo? Spinn ich denn jetzt? Ausschalten. Krass! Durch die... Autsch! Durch die Holzwand! Das sah geil alles aus. In Ordnung. Der Raum ist gesichert. Will ich da denn mit Gedöns auf dem Körper? Yo, Batman, danke für die Hilfe. Hallo? Wer bist du? Ich will es gar nicht wissen. So, wir müssen doch bestimmt jetzt irgendwie neue Quests haben. Für Joker, finde heraus, wo der Scharfschütze, müssen irgendwie nach oben, ne? Jetzt kommt die große Frage, wo ist denn hier der Weg nach oben? Oder gibt es hier irgendwelche Sachen, die... Da ist gerade ein Tor runtergegangen. Okay. Hey, geh doch aus dem Weg. Sanitätspersonal, genau, genau. Macht ihr mal alle. Ich würde gerne immer noch nach oben. Ja, Batman hat die Ärsche gerettet, so sieht's aus. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo ich hier hin muss. Das ist schon sehr gut. Ich muss eigentlich nach oben, aber... Way. Dumm. Nochmal Detektivmodus. Vielleicht, da ist doch zum Beispiel eine Tür. Die Tür sieht doch jetzt schon mal interessant aus. Tag. Steht hier auch Bell Tower. Ja, Glockenturm. Das stand schon ganz am Anfang, als ich hier reingegangen bin in das Gebiet. Das hätte ich auch. Aber das ist doch nicht der Glockenturm. Ach, da ist der Glockenturm. Hallo. Kann ich nicht irgendwie schon weiter? Da ist ein... Da war ein Riddler-Razel.
So, da weiter. Neue Ausrüstungsverbesserung. Was habe ich denn jetzt? Ausrüstungsverbesserung? Ich habe überall immer Bettklauenwaffen. Könnte es das sein? Ich weiß es nicht. Ach, ist ja auch egal. Nein, falsche Taste. Da hoch. So. Ach. Da sind die Jokers. Allem Anschein nach wird sie von Joker ferngesteuert. Wo ist die Waffe? Bin ich doof? Ach da, das ist eine Waffe, ja. Sah nur gerade irgendwie so komisch aus. So, allerdings die Beweise scannen und alles andere. Das machen wir erst beim nächsten Mal, denn das soll es dann an dieser Stelle gewesen sein. Ich meine, wir sind hier an einem wunderbaren Ort, sehr einladend mit Bomben und allem. Joker-Figuren mit Mikrowellen als Kopf, sind das Mikrowellen? Könnten auch irgendwelche altmodischen Röhrenfernseher sein, wobei ich finde, dass die eher wie Mikrowellen aussehen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part in einem anderen Projekt. Wenn euch die Sachen gefallen, kommentieren, Daumen hoch, teilen nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten oder anderen Projekt. Haut's rein!